Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir gucken, dass wir heute die Station weiterbekommen. Und zwar würde ich diese Wandkonstruktion, die wir erstellt haben, gerne auch auf die andere Seite bringen. Und dann vielleicht mal gucken, ob wir der jungen Frau hier eine kleine Hütte bauen können. Ich denke mal, damit werden wir die ganze Folge beschäftigt sein, bevor wir hier groß weiterarbeiten. Wir können doch jetzt bestimmt hier mal so kopieren. Nee, das wollte ich nicht. Danke. Ich hoffe, ich habe alles. Die Wände, die Balken, die Dinger und da unten die. Ich müsste sie eigentlich alle erwischt haben. Wir werden es jetzt herausfinden, wenn wir das Ganze schieben. Das sieht sehr gut aus. Dann kommen Sie mal mit hier hin. Sparen wir uns dann nämlich einiges an Arbeit. Jetzt ist natürlich die Frage, setzen wir das jetzt hier an? Oder bauen wir hier erstmal an der, ne? Stadt. Kante weiter. Dafür ist das Ganze nämlich zu groß. Haben wir auch noch nicht weitergemacht. Ich positioniere es erstmal hier. Verschieben können wir es ja immer noch. Ich hätte jetzt gern, ich glaube, hier brauche ich mindestens zwei. Dann machen wir mal die Seite weg. Kopieren uns den ganzen Spaß noch mal rüber. Ups. Bist du jetzt schief, ne? Da bist du gerade. Du bist gerade, okay. Da so schief aus. Ne, ist aber gerade. Gut. Dann richten wir dich nämlich hier dran aus. Guck mal, da brauchen wir eigentlich gar nicht. Gar nicht drei, zwei. Da hätte auch einer gereicht. Und dann würde ich hinter ihr dicht machen. Passt das? Das würde mit der Treppe passen, ne? Da ruhig auch so ein Stückchen noch, hier noch reinschieben, dass dieser Balken hier parallel zu dieser Wand kommt, erscheint, wie auch immer. Das mache ich mal weg. So. Und dann schnappen wir uns hier nochmal die Geschichte. Von mir aus. Achso, war natürlich schlau. Machen wir erstmal so weit. Dann sage ich bestimmt hinten auch diese ganzen Bodenplatten mit Papier. Naja. Mal den Balken mit dazu. Ach, jetzt habe ich Steuerung X gedrückt und nicht verschieben. Oh. Schlau müsste man sein. Wobei, dann nehme ich doch alles. Ohne Bodenplatten, bitte. Glaube ich nicht mitkopiert habe. Sehr gut. Dann einfach nur schieben. Nicht kopieren. So, da andocken. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Hier haben wir jetzt ein Problem. Was wir aber behoben bekommen, sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, warte, das muss ja hier trotzdem relativ perfekt dran angrenzen. Dann können wir den Rest verschieben. So. Da müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Ich habe aber schon eine Idee. Und zwar, wenn wir die Wand, das ist ja zum Glück unser Glück, die Wand verschieben. Das Gekrebsel hier mal löschen. Und dann alles andere haben wir zum Glück
glatt. Und jetzt ist das natürlich. Wir haben ja theoretisch den Platz, das alles etwas freier hier hinzusetzen. Guck mal, wir können hier bündig machen. Ich weiß noch nicht, ob das bis zum Ende funktioniert. Nee. Aber es ist eine Versuch wert. Hallo, verspeichert. Dieses Speichern, ne? Daran merkt man, wie groß der Park ist. Guck mal hier, wir kommen ja hier schon in so eine Richtung, wo ich denke, ah, das passt easy. So. Den Balken noch. Das hier halt minimal breiter, aber sollte kein Problem darstellen. Wir hier auch ordentlich. Wunderbar, guck mal, dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Jetzt würde ich ihr ja gerne ein kleines Räumchen kredenzen. Die Türen geht ja nach da auf. Das heißt, wir haben hier genug Platz. Wir gehen mal optisch auch mit dieser Geschichte, aber den gab es ja auch in kleiner. Der sollte eigentlich reichen. Requisiten. Da. Ach, warum übernimmst du denn nicht die Farbe von deinem großen Kollegen? Willst du mich denn mobben? War ein Stück tiefer. Sieht doch ganz gut aus. Auch so von den Balken passt das perfekt, ne? Werden wir jetzt noch einfärben. Ich brauche einmal die Farbe. Hallo? 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 Sagen, lass dich doch anklicken. Winkel haben wir an, wunderbar. Wie machen wir das hier? Am besten bündig, ne? Es kann ja ruhig eine etwas größere Hütte sein. Muss ja nicht immer alles so eng werden. Hier kann es dann eigentlich auch höher werden. Dann können wir den langen auch nehmen. Dann auf die Höhe, die wir da auch hatten. Dass wir hier die Wand anpassen können. Perfekt. So. Da kommt dann ja ein Balken hin. Dann fällt das überhaupt nicht auf. Und hier machen wir dann die Tür. Tür als Durchgang. Bin ich gerade am Überlegen, ob wir dann nicht auch da einen Balken setzen. Wir brauchen ja hier eh einen für die Tür. Dann machen wir hier gegenüber auch einen. Hoffe, da passt eine Tür rein. Werden wir gleich sehen. Dann hätte ich hier gerne einen Balken. Ich weiß noch nicht, ob der nicht zu fett ist. Ich glaube, der ist zu fett. Zu groß, zu dick. Da kann sie gar nicht richtig rausgucken. Und sieht gar nicht, was auf der Bahn passiert. Und das ist ja essentiell wichtig, dass sie sieht, okay, alles ist safe, wir können die Bahn starten. Deswegen nehmen wir hier mal die dünnere Säule, die natürlich, sollte es auch anders sein, nicht hochkant steht wie ihre Kollegen. Schämen sollte sie sich. Und sie hat die falsche Farbe. Doppelt schämen sollte sie sich. So. Ich glaube, es ist ganz gut. Wir den jetzt auch noch einfärben. Da. Jetzt ist natürlich die Frage. Hier nochmal hin. Dann ist ja da die Tür. Müssen wir theoretisch, ne? So und dann da dicht machen.
glaube, das ist die beste Möglichkeit. Ich gerne hier den dicken nochmal. Den richten wir dann hier perfekt aus. So. Und auf dieser Seite kann der ja auch ruhig dicker sein. Das ist nicht das Ding. Haben wir den jetzt parallel zu dem? Das wäre mir ganz lieb. Da wieder parallel hinkriegen. Ja, so ist, glaube ich, okay. Gut. Haben wir das. Eieiei. So. Kriegen wir optisch den Kollegen hier in diese Lücke? Ich bezweifle es. Du bist zu lang. So würdest du passen. Aber dann sieht sie halt überhaupt nichts daraus. Das macht auch keinen Sinn. Haben wir davon was Kleineres? Ne, da müssen wir, glaube ich, selber was bauen, ne? Da müssten wir dann selber optisch irgendwie was hinzaubern. Also wir sagen, komm, ist egal. Ist halt nicht. Du bist viel breiter. Warte mal, wir haben doch auch diese generellen Holzbretter. Ich schreibe einfach mal Holz und gucke, was wir so finden. Jetzt kriegen wir natürlich alles, was irgendwie aus Holz ist. Aber wie gesagt, es gab ja auch einzelne Bretter, die da jetzt in Frage, hier in Frage kommen würden. Aber die sind doch sehr nah dran an dem Gedönse. Und damit jetzt was bauen können. Mal bitte die gleiche Höhe. Machen wir da einen hin. Da. Ah, du bist die größere. Nee. Mit die kriegen wir jetzt aber nicht so unbedingt diese Querverstrebungen. Ne? War ja doch, könnte man machen. Den jetzt so da einsetzt, ein Stück nach hinten schiebt. Dann passt, dann reicht das doch schon. Einfach nur, um anzudeuten, ey. Hat die ähnlichen Designelemente wie hier. Ging an dieser Stelle halt nicht anders. Okay. Jetzt brauchen wir, warte, Holz. Achso, wir können ja mal eben gucken, wenn wir hier schon sind. Holz schon eingegeben haben nach Türen. Was wir da Schönes nehmen als Tür für diese kleine Nische. Du wärst, glaube ich, ganz praktisch, auch vom Holz her. Guck mal, du passt da ja an sich perfekt rein. Mehr will ich ja gar nicht. Könnte gehen. Wie siehst du denn aus? Könnte es auch gehen. Bin ich sogar gerade, glaube ich, noch besser für diese Situation. Würde ich jetzt noch einfärben? Mal den Rahmen so und die Tür selber vielleicht auch in diesem helleren. Oh ja, oh guck, oh, Ich beruhige mich. Das voll gut gerade. So. Optimal. Dann machen wir hier oben auch nochmal mit diesen Balken. Das wird ein Meisterwerk hier. Ah. So, jetzt brauche ich die Tempelblöcke. Und zwar müssen wir ja hier hinter auch jetzt die
Verkleidung machen. Wir können diese dicke Wand, die große Wand dafür jetzt nicht nehmen. Den Platz haben wir nicht. Wir haben aber hier ja schmalere Sachen, die aber in der Tiefe breiter sind, was natürlich total dämlich ist. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Aber wir nehmen es mal so hin und versuchen daraus das Beste zu machen. Du würdest in diese Lücke passen. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt ist halt die Sache, wenn wir den da hinsetzen, ne? Ist aber auch nicht 100%. Ist halt von innen Kacke, ne? Das ist halt so mein Problem an dieser Geschichte. Du bist genauso tief, ne? Ja. Ich würde ja gern den nutzen. Speichern wieder. Hey, das könnte funktionieren. Wir können es ja bis hierhin ziehen. So. Und das sieht man ja eh nicht. Also wir müssen da ja nicht zwei Wände raus machen, zwei einzelne kleine. Das hier ist ja schon völlig in Ordnung und perfekt so. Ja, von innen sieht es ein bisschen eng aus, aber kriegen wir auch noch anders kaschiert. Bummst das mal so dahin, ne? Bin das gerade ganz okay. Müssen wir gucken, wie wir hier diese Lücke noch schließen. Die erste Überlegung wäre, diese Säule dafür zu nehmen. Hier sieht man es nicht, das ist egal. Hier ist auch erstmal, würde ich sagen, soweit okay. Machen wir halt einfach mal so. Ich bin gerade am Überlegen, hier oben erreichst du nicht. Würdest reichen. Das Ganze hier oben noch so ein bisschen zu verschließen. Dann macht diese Wand da vielleicht auch einen Ticken mehr Sinn. Hier noch so die Kammer macht. Da. Und dann hier vielleicht so einen kleinen Türrahmen. Ja, Holz. Wir brauchen Holz. So, nee, warte, wir können ja einfach die Säule kopieren und kleiner machen. Nee, dann nehmen wir auch den dünnen Löchen. Ja. Xi. Können wir das eigentlich so mit verstecken? Hier noch einen. Und den kleinen oben als Ball. Oh, das ist der falsche. So. Da nochmal so einen kleinen Türrahmen geschaffen. Ist halt nicht 100% perfekt, aber okay. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch, damit die Frau auch einigermaßen sicher ist, hätte ich da jetzt gern noch Glas. Mal, die waren diese Scheiben auch hierbei? Ich meine ja. Fenster, ja. Nein. Ja, guck mal, die ist doch perfekt. Also können wir da theoretisch die 2 Meter Dingens nehmen. Wobei, nee, eigentlich reicht's. Wir müssen das hier oben noch verkleiden.
So, das schieben wir hier rein. Da müssten die 1-Meter-Dinger. Das ist so schön, dass man gar nichts sieht, ne? Meter-Dinger eigentlich hier für diese Lücke reichen. Einmal bitte hinter der Fassade verschwinden. Danke. Und da rein. So. Sind wir auch in der Wand da auch. Dann kann sie nämlich links und rechts schön rausgucken. Und auch hier, wenn das die Tür dann ja auf ist, kann sie auch rausgucken. Da fehlt uns unten noch so eine schöne Barriere. Das ist noch gar nicht in der Wand hier. So. Hier in der Wand? Ja, sind wir. Das passt. Ich war gerade irritiert. So, warte, wenn wir den jetzt nehmen und noch mal an die Stelle schieben, dann passt das hier nämlich auch. So. Kann da ruhig drin verschwinden, das ist egal. Jetzt brauchen wir wieder kleinere Holzsäulen. Da sind hin und her hier, ne? Holz. Ihr seid andere. Und ich wollte die hier haben. Wo sind die denn? Dann Spuk eingeben. Da sind die. Spukhaussäulen. Die heißen gar nicht Holz. Das ist ja auch ein Traum. So. Ihr seid aber die falsche Farbe mal wieder. Wir brauchen ja die hier. Die bitte. Damit können wir jetzt oben die Glasscheibe ordentlich einfügen in diesen Balken. Ja. So. Also, da können wir auch die einfach nehmen und hier, die ist schon richtig gedreht. Du bist ja Kacke. Warum bist du so Kacke? Ah, warte, dann schieben wir dich einfach noch ein Stück weiter rein, bis du im Vorwerk verschwindest. Ja, es passt schon. Hier oben will ich das gerne noch irgendwie dicht machen. Ich weiß nur noch nicht womit. Womit könnten wir das da dicht machen? Spontane Idee wäre halt auch die Dinger zu nutzen. Mal, ob wir das hier hinbekommen. Vor allem an dieser Stelle. Müsste gehen, ne? Verschwindet hier hinter. Sich müsste er aber noch ein Ticken raus. Aber dann kriegen wir Probleme. Ah, ich glaube, das fällt nicht so auf im Nachhinein so. Das ist so eine minimale Geschichte. Können wir, denke ich, mal so machen. Das machen wir hier noch. So. Und dann wäre das das kleine Wartungshäuschen, wo die sagt so, ey, jetzt kann losgehen. Action. Wunderbar. Finde ich gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier
nicht noch weiter zweckentfremden. Ich bin jetzt gerade wieder bei einer ganz anderen Geschichte schon. Denn das Häuschen haben wir so gut wie fertig. Wenn wir das hier als Zaun nehmen. Ist dann so? Zäunchen, Absperrung. Naja, das ragt bei dir rein. Ne, da müssen wir uns da was anderes überlegen. Das ist mal wieder größer, als ich will. Toll. Na, dann müssen wir gucken, was wir in der nächsten Folge hier vielleicht machen, um das Ganze abzuzäunen. Machen wir überhaupt Zäune? Macht eigentlich schon Sinn bei diesem Türchen, ne? Und dann müssen wir auf dieser Seite auch noch weiter gestalten. Und was ich gerne noch hier machen möchte, sind vielleicht, also Beleuchtung, klar, aber irgendwie so kleine Lämpchen, irgendwie hier so eine rote Bahnleuchte oder sowas. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Aber das wäre erstmal unser kleines Operator-Räumchen, wo sie dann sagen kann, ey, es geht los, bitte schnallen Sie sich an, bleiben Sie sitzen, viel Spaß. Ne? Cool. Gefällt mir sehr gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!